Schönen guten Abend. Es ist ein außerordentlich erfreulicher Blick hier ins Auditorium, weil es ist ja ein Experiment. Wenn das Stadtforum auf Wanderschaft geht und sich so weit aus der inneren Stadt entfernt, dann ist es ja immer die Frage, ob das gut geht. Das konnte hier deshalb gut gehen, weil wir natürlich hervorragende Partner haben hier vor Ort mit dem Regionalmanagement. Schöneweide hat das wunderbar funktioniert. Die Touren am Anfang sind gut gebucht gewesen. Und dieser Veranstaltungsort hat natürlich auch einen besonderen Bezug zum Thema und er hat eine besondere Geschichte. Dieses Quartier hier ist entstanden in den Zeiten des industriellen Wachstums von Berlin. Es ist eines der bedeutendsten städtischen Fabrikquartiere Deutschlands gewesen. Es war das größte Arbeitsstättengebiet in Berlin, Hauptstadt der DDR. Und nach 1990 hat es hier Massenentlassungen gegeben, Schließungen von Fabriken, was man jetzt sieht, dass Dinge abgerissen werden, dass neu gebaut wird. Der traditionsreiche Industriestandort von damals ist Geschichte. Und was er werden wird, das ist unter anderem Thema, worüber wir reden bei einem solchen Stadtforum. Seit 1991 stehen große Industriegebäude hier in Oberschöneweide unter Denkmalschutz. Sie sind ein Schwerpunkt der Industriedenkmalpflege. Und neben einigen mittelständischen Unternehmen, die sozusagen die Transformation seit der Wende geschafft haben und hier also weiter produzieren, hat sich eine Vielzahl kleiner Handwerksbetriebe angesiedelt, Kulturunternehmen, Dienstleistungen, Unterhaltung, Wohnungsbau rückt heran. Das heißt, der Ort ist ganz offensichtlich auf der einerseits Spiegel des kontinuierlichen Wandels und andererseits auf der Suche nach einem neuen Profil, was dann auch nachhaltig ist. Und hier kann man ganz klar sehen, dass Stadt- und Wirtschaftsentwicklung zusammenhängen. Wenn die Wirtschaft wächst, wenn die Stadt wächst, dann entstehen neue Herausforderungen, dann entsteht neuer Flächenbedarf. Und der Flächenbedarf für die Wirtschaft ist natürlich an Fragen geknüpft, die mit dem Stichwort Digitalisierung zusammenhängen, die damit zusammenhängen, wie verändert sich das Verhältnis von produzierenden und dienstleistenden Bereichen, wie entwickelt sich der Büroflächenbedarf, welche Rolle hat eigentlich die Logistik noch bei veränderten Wirtschaftsweisen. Alle diese Themen müssen wir planerisch bearbeiten. Die neuen Stadtquartiere, die wir in den Blick nehmen, haben natürlich auch einen Bedarf nach lokalen Gewerbeflächen. Und nicht zuletzt setzt die Bodenpreisentwicklung das Gewerbe in der inneren Stadt unter Druck. Und das innerstädtische Gewerbe, die Nutzungsmischung in allen Teilen der Stadt, das ist ja ein Markenzeichen dieser Stadt, das wir gern erhalten wollen. Und deshalb machen wir mit dem Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe, wie er bisher hieß, eben auch differenzierte Flächenvorsorge für die Wirtschaft, weil es gibt vom kleinen Krauter bis zum Weltunternehmen natürlich alles in dieser Stadt. Und um dieses Wachstum eben nicht nur zu begleiten, sich daran zu erfreuen, sondern um es zu gestalten, braucht man einen planerischen Rahmen, ein strategisches Konzept, muss man strategische Vorsorge treffen, muss man überlegen, mit welchen Instrumenten kann man Flächen intensivieren, aktivieren, welche bewährten Instrumente nutzt man weiter, welche neuen muss man entwickeln. Das Entwicklungskonzept für den produktionsgeprägten Bereich ist vielen hier im Raum bekannt. Auch das wollen wir fortführen. Es hat vor allem eine Funktion ganz sicher gut erfüllt, die vorhandenen Gewerbe zu schützen und dort Bodenpreisentwicklung auch merklich zu dämpfen. Diese Funktion ist heute wichtiger denn je und deshalb werden wir das Konzept auch fortsetzen. Genauso brauchen wir das Planungsrecht, Bebauungspläne, die Gewerbeareale schützen, aber eben auch die wachsenden Nutzungskonkurrenzen austarieren. Was ich sehr gut finde, dass wir einen Link haben zu den Wirtschaftskonzepten auf bezirklicher Ebene, weil der planerische Rahmen für die Gesamtstadt muss natürlich ausgefüllt und konkretisiert werden auf der bezirklichen Ebene. Diese bezirklichen Wirtschaftskonzepte werden jetzt parallel angegangen, um Standorte gezielt zu qualifizieren, Akteursvernetzungen aufzugreifen oder eben zu initiieren, da wo es sie noch nicht gibt. Und die Flächenkulisse für die gewerbliche Entwicklung sich sozusagen so zu entwickeln, dass es den veränderten Ansprüchen gerecht wird. Das ist eine gemeinsame Aufgabe von Senat und Bezirken. Die Konkurrenzen, die wir sehen, bestehen natürlich nicht nur zwischen Wirtschaft, Wohnen, Grün, Infrastruktur, sondern sie bestehen auch zwischen unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen.
Also Gewerbe hat eine andere Leistungsfähigkeit, einen anderen Flächenbedarf als Dienstleistungen. Kunstproduktion, ja, das ist ja hier ein wunderbares Beispiel in ehemaligen Industriehallen, führt zu anderen Entwicklungen, gehört aber ganz zweifellos zu den entwicklungsfähigen und schützenswerten Nutzungen in dieser gewerblichen Kulisse. Und wenn wir über Bürodienstleistungen reden, dann hat Berlin mal eine Phase gehabt, in der alle dachten, wir wären hier zur Dienstleistungsstadt. Wir wissen, ohne ein produktives Fundament geht es nicht. Wir wissen aber auch, dass die Dinge sehr eng zusammenhängen und dass man also Büro und Industrie zusammendenken muss. Was wir nicht wollen, sind monofunktionale Standorte. Wir streben Nutzungsmischungen an und wir streben räumliche Diversifizierungen an, dass man in den unterschiedlichen Lagekunstorten dieser Stadt, sei es innerhalb des S-Bahn-Rings, sei es die Achsen zum BER, sei es die Zukunftsorte, dass man dort eben sehr unterschiedlich herangeht. In diesem Sinne ist der Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe Teil einer integrierten Stadtentwicklungsstrategie. Wir arbeiten parallel am Stadtentwicklungsplan Wohnen, am Stadtentwicklungsplan Verkehr. Der Kleingartenentwicklungsplan wird derzeit aufgestellt. Und damit die Dinge zusammenpassen, machen wir sozusagen diese öffentlichen Debatten, tauschen uns miteinander aus. In sehr konstruktiver Weise und schon fast traditionell ist der Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe ein Gemeinschaftswerk mit der Wirtschaftsverwaltung. Und wir sind uns auch darin einig, dass wir als Voraussetzung für langfristige Entwicklungschancen die Liegenschaftspolitik auch gezielt für die Sicherung und die neue Bereitstellung von Gewerbeflächen entwickeln müssen, strategischen Flächenankauf in den Blick nehmen, um eben neue Entwicklungsoptionen zu eröffnen. Hierzu wird dann Frau Popp noch mehr sagen können. Und dieses breite Spektrum, was ich hier gerade gesagt habe, führt dazu, dass Sie sich schon mal an neuen Titel gewöhnen können. Der Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe ist Geschichte. Der Stadtentwicklungsplan Wirtschaft ist das, was wir hier miteinander entwickeln wollen. In diesem Sinne wünsche ich uns heute eine erfolgreiche Veranstaltung und freue mich, dass jetzt meine Kollegin gleich nach mir kommt. Liebe Ramona, du, das Podium ist für dich.